Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder mal am Deich. Ihr könnt es unschwer erkennen, es schneit. Wir sind im Januar. Also es ist Zeit, jetzt ein bisschen was zu verkaufen, mal ein bisschen Geld zu machen. Und so viele Optionen haben wir ja nicht, aber wir haben Milch, wir haben Silage und vielleicht werden wir auch noch die Eier verkaufen. Aber wir verpassen bzw. wir geben uns jetzt erstmal einen Überblick und zwar bei den Kühen. Gesundheit 100%. Wir schauen mal hier kurz rein. Jo, das sind die anderen Tierchen, die in diesem gewölbten Kuhstall sind. Und da haben wir ja gesagt, die lassen wir dort noch ein bisschen sozusagen auswachsen. Und sobald dann hier kein Futter mehr drin ist, keine Optionen mehr sind, dann werden wir die rüberbringen hier auf unseren Haupthof. So, die Hühner, denen geht es auch soweit gut. Und auch den Kühen hier am Stall, ja, da passt soweit. Stroh ist auch genug drin, da habe ich nochmal was eingeworfen. Und Milch haben wir 5500. Und es ist jetzt der beste Monat, um Milch zu verkaufen und um auch Silage zu verkaufen. Und es gibt an der Scheune Sonderpreise. Also müssen wir uns da ein kleines bisschen sputen. Aber wir werden jetzt zuerst mal die Milch verkaufen. Und die kriegen wir, oder da kriegen wir den besten Preis, Ladenstraße. Okay, da schauen wir mal. Sehr schön. Und wir schauen vor allen Dingen mal, ob wir hier überhaupt im Winter überhaupt hier durchkommen. Da bin ich mal gespannt. Wo haben wir denn? Ah ja, genau. So, da nehmen wir natürlich den Klaas. Aha, und obwohl er hier in der Halle steht, geht es schon los hier mit den Scheibenwischern. So, da müssen wir jetzt ein wenig vorsichtig sein. Ja, man sieht, dass er ein kleines bisschen rutscht. So, Dele. Ich glaube, das passt schon. Da ist ja auch die Milch, ne? Oder haben wir nicht schon mal Milch verkauft? Ich weiß es gar nicht mehr. So, Befüllung starten. Sehr schön, das funktioniert. Also, dann bringen wir jetzt mal ein bisschen Milch weg. Ja, wir schauen mal ganz kurz in die Finanzen. Und zwar haben wir jetzt letzten Monat, ja, Kreditzinsen 900. Wir haben, glaube ich, noch mal ein bisschen was zurückgezahlt. Also, wir müssen, wie gesagt, schauen, dass wir von diesem Kredit runterkommen. Und deswegen können wir jetzt am Anfang noch gar nicht so große Sprünge tun. Apropos Sprünge tun. Immer erstmal schauen, ob es hier was Interessantes gibt. Naja, sieht nicht so aus. Die Spritze werden wir nicht brauchen. Das Mähwerk haben wir. Das gute Pöttinger. Das haben wir. Das werden wir auch nicht tauschen. Und da stehen schon wieder die Rehe und warten darauf, dass sie vielleicht hier was bei unserem Hof zu fressen bekommen. So, wo müssen wir hin? Ich denke, wir müssen ins Dorf. So, dann schauen wir mal, dass wir vorsichtig hier unterwegs sind. Wir machen mal Licht an und eine Rundumkennleuchte, derer wir zwei gleich haben. Ja, komm, verpieselt euch. Ja, wir müssen ins Dorf. Ah ja, da hat es ein paar freie Stellen. Ja, das ist ja schon mal wieder hier Atmosphäre pur, ne? Mit Winter Wonderland. Ja, müssen wir ein wenig vorsichtig unterwegs sein. Nicht, dass wir hier von der Straße rutschen. So, da vorne haben wir den Deich. Dahinter ist die Nordsee. Und die Schafe sind auch schon unterwegs. Oh ja, wir haben Bremsweg. Ich merke es schon. So, dann bin ich ja mal gespannt, wo wir das jetzt verkaufen. Ja, man kann die Straße wirklich nur an den Pfosten erkennen und erahnen. Aber es ist ja auch, Augenblick mal, habe ich wieder mal den Verkehr ausgeschaltet. Ja, immer zwischen den Folgen schalte ich immer den Verkehr aus, um dann halt eben zügig arbeiten zu können. So, weil ihr wisst es, wie es ja ist. Ja, man macht mal den Verkehr an, dann wird es auf jeden Fall spannender. Mal schauen, wie die dann durch die Gegend rutschen. So, jetzt muss ich nochmal schauen, wo haben wir denn die Markierung? Huch. Wo ist denn die Marke? Ah, ja, da ist sie. Ganz, ganz hell. Müssen wir hier rein? Nee, das ist eine Einbahnstraße. Da kommen wir nicht rein. Dann müssen wir von der anderen Seite ranfahren. Okay, ich erkenne es. Oh, ist die Straße da vorne frei? Nee, nee, nee. Da kommt jetzt die Schneetextur. Oder die Plane. So.
Ja, der ist aber ganz schön zügig hier um die Kurve gefahren, ne? Hier müssen wir, glaube ich, rein. Achtung, Spielstraße. Ja, das sieht mir so ein bisschen aus wie eine Fußgängerzone. Was ist denn das hier? Ah, ein Restaurant. Sehr schön, sehr schön. Und hier ist der Platz. Auch da Kirche und okay. Auch da kann man schön sitzen. Und hier bringen wir mal die Milch her. So, dann schauen wir mal, was wir dafür kriegen. Denn wie gesagt, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir hier auf Kohle kommen. Okay, 4580 für die Milch, die wir hatten. Dann mal wieder zurück zum Hof. Links ist frei. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit der Silage hinkriegen. Da werden wir dann unser Förderband ausfahren und in Position bringen und dann direkt aus dem Bunker in den Ladewagen überladen und dann zum Verkauf fahren. Und da schauen wir, dass wir zügig agieren, denn es gibt ja einen Sonderpreis. Und die Silage wird natürlich das Material sein oder der... Ja, Punkt, der uns am meisten natürlich Geld bringen wird hier. Und ich bin ja drauf und dran, dann auch zu schauen, dass wir spätestens im nächsten Jahr, na, wir sind ja schon im Jahr, im nächsten, aber dass wir auf jeden Fall vielleicht im Frühling dann die Schafe, zumindest eine Weide kaufen können, weil dann können wir auf jeden Fall auch hier mit unserem Gras arbeiten, denn was anderes haben wir ja zurzeit noch nicht. Wir können es uns nicht leisten, hier jetzt wirklich Feldwirtschaft zu betreiben mit Gerste oder Weizen oder ähnlichem, weil da fehlen uns ein bisschen die Materialien. Und da denke ich, macht es eher Sinn, dass wir hier bei der Kuhwirtschaft bzw. bei der Viehwirtschaft bleiben mit Kühen, Hühnern und den Schafen. So, da sind wir jetzt wieder am Hof. Dann werden wir das Fass erstmal wieder in Position bringen und abstellen. Und dann habe ich den Ladewagen ja so ganz clever dahingestellt, mitten in den Durchgang sozusagen. Ups, eieieiei. Das Ding ist aber auch wirklich manchmal ein bisschen schwierig zu fahren. Oder es liegt am Schnee. So, das passt soweit. Ich würde sagen, wir machen mal hier ein bisschen zu, ne? Ach Quatsch, da geht's auf. Hier machen wir mal zu, damit die Tierchen es nicht so kalt haben. Dann machen wir hier auch mal zu. Und dann werden wir mal unseren Anhänger, unseren Ladewagen anhängen. Ich glaube, die Halle können wir auch mal zumachen. Jetzt bläst es ja nur durch. Und ich sehe gerade, wir müssen bei Gelegenheit hier den Glas auch mal warten und reparieren. Ja, das ist halt klar, wenn man mit zwei Traktoren unterwegs ist, dass die tragen dann die Hauptlast. Vor allen Dingen der Glas trägt hier die Hauptlast. So. Dann schauen wir mal. Das Fermenter-Silo habe ich ja schon aufgemacht. 96.000. Okay. Das lassen wir mal. Ballen haben wir zum Glück auch genug. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der hier durch den Schnee kommt oder ob wir hier ein Problem kriegen. So, ich würde den eigentlich ein bisschen schräg... Augenblick mal. Dass wir vielleicht besser durchfahren können. Ich hoffe, das müsste doch so gehen. Okay. Jetzt ist die Frage, den müssen wir jetzt einschalten, oder? Förderband aufklappen. Ach, das müssen wir auch noch. So, müssen wir den irgendwie hoch? Nee, da kommen wir, glaube ich, doch hoffe ich drunter, oder? Nee, das ist ausfahren. Und das wäre jetzt, glaube ich, nach oben. Ja, weiter geht's nicht. Dann fahren wir den kleines bisschen aus. Okay, und jetzt das Förderband anschalten. Ups. Ups. Ja, ich hoffe, das ist die Silage und kein Schnee jetzt hier drauf. So, kleiner Grafikfehler, hoffe ich. So, dann müssen wir nämlich hier so rum.
Augenblick mal. So. Ja. Nicht, dass der jetzt wirklich Schnee drauf hat. Ich bin verwirrt. Der wird doch jetzt nicht wirklich Schnee drauf haben, oder? Augenblick mal. Dann müssten wir hier tatsächlich abladen. Nochmal schauen, kurz. 96.000, ich weiß es nicht. So, hier abladen. Ach du Schande. Ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Jetzt hat er hier den gesamten Schnee dahin geworfen. Ich fass es nicht. Okay, dann müssen wir das jetzt anders machen. Ja, stopp mal. Ja, dann müssen wir den Schnee jetzt irgendwo anders hinbringen. Das hilft nichts. Ja, das ist ja spannend, dass der Schnee auch transportiert. Okay. So. Ich glaube... Augenblick, Augenblick. Das ist doch nicht das Gewicht hier, oder? Nein, das ist... Okay. Jetzt hatte ich für einen kurzen Moment. Dann schauen wir mal. Klappt das? Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Achso, Förderband wieder erstmal klappen. Stimmt. So, Förderband. Die Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Da will das hier nicht abladen. Witzig, warum will er das jetzt nicht abladen? Okay, dann versuchen wir unser Glück nochmal so. Wo hängt er jetzt? Ja, das wird wieder eine spannende Folge hier. Pleiten, Pech und Pannen. Irgendwo hat der gehangen. Okay. Ja, jetzt haben wir es. Ja, der ist nicht so leicht zu steuern. Okay, da müssen wir es dann doch eher so machen. Ist der jetzt so schlau? So, was haben wir jetzt? Haben wir jetzt Silage drin? Ach, das ist ja echt spannend. Jetzt haben wir hier einen Berg von Schnee. Das wird spannend. Ich überlege jetzt gerade, ob wir jetzt nicht auf die andere Seite gehen. Weil jetzt wird es ja die Frage sein, wie kriegen wir das jetzt hier am besten in den Anhänger? So, das heißt, wir werden das Ganze einfach nochmal hier ein bisschen ausklappen. Ich hoffe doch jetzt, dass er jetzt Silage drauf hat. Ja, so sieht's aus. Ich könnte jetzt natürlich auch die Schneemaske als solches im Prinzip ausschalten. Dann wäre der Schnee weg, aber dann wäre es nicht so lustig, gell, für euch. So, wir fahren mal rückwärts. Ich hoffe, dass wir hier drunter... Ach du Schande, ja. Ist natürlich jetzt der Wahnsinns-Schneeberg. Okay. Ja, das müssen wir dann ein bisschen anders gestalten. Ich merke das schon. Ja, ich wollte eigentlich was anderes machen in der Folge. Aber jetzt haben wir hier... Ah, hervorragend. Jetzt klappt es. Jetzt kriegen wir die Silage rein. Sehr schön. Dass das noch erleben darf. Wer hätte das gedenkt? So, wir wollen das hinbringen. Wo wollen wir das Ganze hinbringen? Wir wollen es verkaufen. Und zwar Silage. Da war jetzt die Scheune. Wo ist die Scheune? Die ist auch da hinten. Okay, wir werden es finden. Jetzt schaue ich gerade mal. Nee. Also, wenn dir das Förderband weiterläuft, das kostet uns kein Geld. Das ist also kein Helfer. Sehr schön. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns 23.000 bringen. Ja, das wären dann auch nur 4.000. Oh, 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 da kommt einer ums Eck. Vorsicht, mein Freund. Es liegt Schnee, falls du es noch nicht bemerkt haben solltest.
Aber ich hätte natürlich auch vorher ein bisschen besser gucken können. Okay. Ja, jetzt schauen wir mal, was das bringt. Das müsste irgendwas so um die 4000 rumbringen, oder? 4,5? Ja, ist halt schade. Lass mich mal ganz kurz nochmal schauen. Und zwar, dass wir halt eben noch kein Umwelt... Doch, wir haben ja Umweltbonus. 8%. Okay. Ja, den nehmen wir doch gerne mit. 9:44 Uhr. Januar. Und wir verkaufen unsere erste Silage. Ja, nicht die erste, aber jetzt im neuen Jahr die erste. So, die Kollegen sind gut getarnt. In ihrer Camouflage-Kleidung sozusagen. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo ist diese Scheune? Ich denke, die wird irgendwo in der Nähe sein von unseren anderen Tierchen, von unseren Kühen, die in diesem Tunnelstall sind. Oder? Man sieht's schlecht. Man sieht's schlecht. Da, ja doch. Ah, und durchs Schild. Durchs Schild, okay. Ja, die stapfen hier alle durch den Schnee mit ihren kurzen Höschen. Das wäre halt auch noch was, wenn natürlich logischerweise die Personen auch jahreszeitmäßig angezogen sind. Die KI. So. Oder wie man die Dinger nennt. Die... So. Da sind wir hier bei der Scheune und dann laden wir mal ab. Und was dürfen wir einstreichen? Ja, da kommt doch ein bisschen bei was rum, würde ich sagen. Da kommt doch ein bisschen was bei rum. Sehr schön. 5.680 plus den Umweltbonus. Also das heißt 6.000 pro Wagen ungefähr. So, dann fahren wir hier an dem Stall vorbei und hier gleich wieder links. Und dann können wir nämlich hier praktisch geradeaus fahren. Da kommt auch schon einer raus. Wo fährt der lang? Der wird doch bestimmt genau richtig. So. Dann holen wir die nächste Fuhre und streichen die nächsten 6.000 ein. Dann sind wir bei 14, dann sind wir bei 20. Und dann schauen wir mal, wie es mit den Eiern aussieht. Ob wir die auch, ob sich das lohnt, die auch schon abzustoßen. Ups. Ja, die biegen hier alle ab rechts. Das heißt, oder fährt da einer? Nein, der fährt auch. Der biegt auch ab. Sehr schön. So, dann müssen wir, glaube ich, einmal rechts um unser Hof. Um unsere Hofhalle herumfahren und dann einmal links und dann rückwärts setzen. Ja, ja, man muss ein bisschen vordenken, wie man das jetzt am geschicktesten machen, nachdem ja jetzt unser Förderband nicht genau an der Stelle steht, wie ich mir das gedacht habe. Ja, Mensch, 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 Kollegen. So, also einmal hier rechts rum. Ich bin ja gerade am Überlegen, da sind noch zwei Silageballen. Ich glaube, die können wir eigentlich auch verfüttern. So, dann einmal hier, einmal um den Ort rum, hätte ich beinahe gesagt. Dann schauen wir mal, ob das Ganze, ja, das ist jetzt echt, der hat hier den ganzen Schnee, hat der hier mitgenommen. Ja, wir könnten theoretisch auch so rum. Ja, treffen wir das? Oder ist der jetzt aus? Ne, das passt soweit. Hervorragend. Okay. Ja, da muss man jetzt Gedanken machen, wie wir den Schnee hier wegkriegen. Ich meine, wir haben ja so einen Schieber. Damit könnten wir eventuell den Schnee wegschieben. Aber die Frage ist, wo schieben wir den dann hin, ne? So.
auf ein neues. Diesmal wissen wir ja, dass wir besser gleich vorne abbiegen. Dann brauchen wir nicht erst durchs Dorf fahren. Ja, da haben wir dann ein bisschen was zu tun, weil dann können wir auch gleich den nächsten Bunker hoffentlich aufmachen und verkaufen. Dann hoffe ich doch, dass wir irgendwo vielleicht so bei 50.000, 55.000 landen. Dann können wir gleich wieder, ja, ich sag mal 40.000 zurückzahlen. Damit wir weniger Zinsen bezahlen. Wir können ja jederzeit ja wieder einen Kredit aufnehmen, beziehungsweise Geld aufnehmen, wenn sich irgendwie eine gute Gelegenheit bietet. Zum Beispiel, um ein Feld zu kaufen. Denn ich würde gerne noch ein Grasfeld kaufen. Das wäre so eine Option. Oder man müsste sich mal Gedanken machen, wie das hier mit den Gewächshäusern aussieht. Auch das wäre natürlich eine Option für diese Map, dass wir auch hier in die Gewächshäuser einsteigen. Weil da sind ja auch welche verbaut. Und die machen mit Sicherheit auch Sinn. Das müssen wir alles mal prüfen und durchchecken. Wie wir hier auf der Butchern weiterkommen, möglichst zügig. So, Delay, jetzt können wir natürlich hier... Ah, ich habe überhaupt nicht geguckt, ob einer kommt. Eieieiei. Schwein gehabt. So, die Pferde müssen auch bei der Kälte draußen rumrennen, ne? So wie es aussieht. Ja, hier müssen wir rein, ne? Ja, passt. Sehr schön. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Und ab die Post und wieder Geld verdient. Haha, witzig. Sehr schön. Augenblick. Da können wir nämlich hier ein kleines Thumbnail wieder machen. Ihr wisst ja, das muss immer auch sein. So war es richtig. So, auf The Blazy haben wir ja nicht ganz so viele gute Vorgaben für gute Thumbnails. Aber hier machen wir ein schönes Thumbnail von unserem Glas. Freunde, da saß wieder mal von der Butchern. Die 10. Folge hier mittlerweile auf dieser schönen Map vom Kalle. Parallel dazu spielen wir ja auch im Livestream die neue Map von ihm, nämlich die Alteiche. Also vielleicht sehen wir uns auch da wieder. Aber hier geht es jetzt auch weiter mit den nächsten Folgen mit Sicherheit. So, wie gesagt, das soll es für heute gewesen sein. Mit ein paar Hürden haben wir es dann doch geschafft, unsere Silage zu verkaufen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.